Heftige Unwetter haben am vergangenen Montag im Kreis Esslingen erneut für Überflutungen, vollgelaufene Keller und Chaos auf den Straßen gesorgt. Auf der L1204 zwischen Denkendorf und Neuhausen sorgte ein umgestürzter Baum am Montagabend für Verkehrsbehinderungen. Helfer der Denkendorfer Feuerwehr rückten an und sorgten mit schwerem Gerät wieder für freie Straßen. Besonders schwer wurde die Gemeinde Eichthal von den Gewittern getroffen. Die Unwetter-Superzelle setzte in kürzester Zeit mit massiven Starkregen Straßen, Keller und mehrere Gebäude unter Wasser. Die Gewitterzelle hat uns sehr stark getroffen. Wir haben in allen drei Stadtteilen mehrere Einsätze. Wir sind jetzt seit über 5 Stunden im Einsatz, haben rund 100 Einsatzstellen. Am meisten betroffen war jetzt momentan hier der Stadtteil Eich. In Neuenhausen sind wir momentan noch bei der Erkundung. Es sind zahlreiche Tiefgaragen vollgelaufen, die wir jetzt nach und nach erst besichtigen können und dort tätig werden können, weil jetzt erst die Wassermassen abfließen können. Die örtliche Feuerwehr war an diesem Abend an knapp 100 Einsatzstellen im Dauereinsatz. Eine davon direkt vor der eigenen Haustür, da das Feuerwehrhaus ebenfalls von den Überschwemmungen betroffen war. Das kam quasi fast zeitgleich zum Einsatz. Wir waren im Feuerwehrhaus, weil wir eine Übung hatten. Dann ging der Starkregen los und mit dem ersten Alarm kam quasi auch schon fast die Flutwelle vom Schleidorfer Weg runter und hat alles unter Wasser gesetzt. Viele der Anwohner in Eichthal hatten sich zwar auf ein Gewitter eingestellt, wurden aber dennoch von der Härte und dem Ausmaß des Unwetters überrascht. Mit gegenseitiger Hilfe wurde versucht, die Wasserschäden zu begrenzen. Wir sind gerade nach Hause gekommen, S-Bahn Bernhausen, da ging das gerade richtig los, war auf der B27 schon kaum mehr mit dem Auto zu fahren, eigentlich nur noch Schritttempo und dann kamen wir hier, war die Straße ziemlich überflutet, kann man sagen, und stieg immer höher, konnte das Auto gerade noch irgendwie ein bisschen bergauf parken und dann habe ich schon gesehen, dass die Nachbarn eben im Keller am Schaffen waren und jetzt sind wir halt seitdem am Start. Das Unwetter hat uns heute erwischt mit sehr starkem Regen und Überschwemmung. Und wenn man sieht, der Keller ist überflutet. Wir arbeiten schon seit Anfang des Unwetters. Die ganze Belegschaft vom Hause hilft mit. Da sieht man wieder, dass das Zusammenhalt alles ist. Zur weiteren Unterstützung wurde von der Feuerwehr aus Eichthal zusätzlich noch das THW aus Neuhausen und Ostfildern als Verstärkung angefordert. Mit insgesamt 44 Mann und mehreren Pumpanlagen wurde versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das Erste, was wir halt machen müssen, ist erstmal überhaupt erkunden, gucken, ob es überhaupt möglich ist, weil wir brauchen halt mindestens 5 cm Wassertiefe, damit unsere Pumpen überhaupt sinnvoll einsetzbar sind. Und wenn das dann halt der Fall ist, dann muss halt entsprechend Strom herbeigeschafft werden mit unseren Aggregaten. Sprich, es müssen Leitungen verlegt werden, wir müssen Schlauchstrecken verlegen. Die Pumpen müssen ins Wasser eingebracht werden und da muss halt entsprechend auch überwacht werden, dass der Pumpenausfluss nicht irgendwo anders wieder in den nächsten Keller reingeht. In der Nacht auf Dienstag musste in Eichthal auch ein Pflegeheim evakuiert werden. Durch den starken Pegelanstieg der Eich drang immer mehr Wasser in das Gebäude, was vor allem die Patientenversorgung gefährdete. Hier besteht die akute Gefahr, dass das Altenheim, dass der Keller des Altenheims verläuft und dadurch die elektrische Versorgung gefährdet wird. Ja, wir haben uns einen Überblick gemacht über die Anzahl der Heimbewohner. Es handelt sich hier um eine Intensivpflegeeinheit und es gibt viele beatmete Patienten, die speziell betreut werden müssen. Und die haben wir gesichtet und haben dann nach einer geeigneten Unterbringung gesucht. Die Gemeinde möchte den betroffenen Bewohnern von Eichthal zur Seite stehen und nach allen Kräften bei der Schadensbegrenzung und den Aufräumarbeiten unterstützen. Ja, wir haben unverzüglich den Bauhof mit allen Kräften alarmiert. Die haben unterstützt mit Radladern, mit Baggern. Wir haben die Schächte freigeräumt. Die Stadtverwaltung war hier vor Ort. Der Stadtbaumeister der Stadt Eichthal war dabei, ich als Bürgermeister. Wir haben Unterstützung eingefordert vom THW aus Neuhausen auf den Fildern, von Ostfildern. Wir haben das DRK dann zur Unterstützung nachgefordert für die Verpflegung der über 100 Einsatzkräfte. Und die Stadt Eichthal unterstützt jetzt auch weiterhin den Bewohnern, wo in den nächsten Tagen Hilfe benötigt wird. Stellen wir natürlich auch Hilfsmittel zur Verfügung. Wir werden morgen nach einer Kehrmaschine schauen und die Straßen vom Geröll befreien. Das Polizeipräsidium Reutlingen zählte im Zusammenhang mit dem Unwetter mehr als 540 Notrufe. Auch wenn der Hagelniederschlag geringer ausfiel als vergangenen Mittwoch, so sorgte der Starkregen für noch nicht abschätzbare Sachschäden und Verkehrsbehinderungen.
Auch in den nächsten Tagen muss in der Region mit weiteren starken Unwettern gerechnet werden.